Jupp, Heidi. Direkt geht es weiter. Meine Augen spielen mir vor einem Streich. Ja, ich weiß nicht. Was ich werde langsam alt. Was macht er da? Das ist merkwürdig, oder? Okay. So, vorsichtig. Ich werde es hier nochmal speichern. So, war schon ein bisschen knapp, aber er hat mich schon bemerkt gehabt, aber es ging auch ganz gut. So, weg. Also wir sind jetzt hier wohl in einer anderen Diebesgilde. Ist da jemand? Nein. Oder doch? Gut, dass ich mich getäuscht habe. Also man kann mir jetzt sagen, was man will, aber... nice. Was ist das wohl wieder wahr? Hey du. Hey du. Klatsch. Also ich bin offensichtlich im hellsten Licht an ihr vorbeigelaufen und sie hat es einfach mal nicht gecheckt. Ja. Um es im schönen Neudeutsch zu sagen. Sie hat es nicht gecheckt. Ja, die gehen doch hier alle bestimmt nicht. Wenden wir uns also diesem aufwendigen und extrem spannenden Minigame zu, bei dem wir Kisten mit Schlüsseln bearbeiten, um sie zu öffnen. Oh, weiter geht's. Ja, immer Cash-Mash, also kein, nicht wirklich, sondern eher Items-Mash. Aber das nehme ich gerne. Das Blöde ist halt nur, ich weiß überhaupt nicht, was ich da bekomme. Oh, oh. Och, noch mehr. Ja, das ist natürlich mega spannend. Tja, was soll ich euch denn so lange erzählen, solange ich hier die ganzen Truhen knacke? Ich muss mir gerade überlegen. War heute ein schöner Tag. Eigentlich, das Wetter war, glaube ich, eher nicht so schön. Also war das nicht schön so. Und ich habe den ganzen Tag eigentlich nur damit verbracht, irgendwelche lustigen Sachen, wow, zu lesen. Wir haben unseren Beruf im Hinblick auf die Habgier der Monarchie gewählt. Wir leben nicht nur, um Steuern zu zahlen und die Beutel der Reichen zu füllen. Wir leben das Leben, das sich für einen freien Mann in dieser Zeit ziemt. Wir sind Diebe. Ganz ehrlich, das ist aber hier so ein Unikat. Ich meine, abgesehen davon, dass es zwar falsch rum beschriftet ist, es müsste einmal gedreht werden. Aber das... So ein Ding ist selten, würde ich sagen. Also ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also was nicht so einfach nur so eine Schriftrolle ist, sondern... Oh. Okay. Ja gut, nee, ja, also... Hä? Hm. Nee, ja, toll, ne? So viel zu meinem Tag, der jetzt dadurch also offensichtlich ultra spannend war. Hä? Hm? 66. Wir sollten irgendwas mit 48, ne? Da sollten wir hin. Hep. Gibt es hier etwas? Gibt es hier etwas zu holen? Nein, wir gehen jetzt direkt schön in die Kloake runter, weil das ja, das macht man ja so gerne, ne? Das ist ja immer toll. Durchs Wasser laufen macht übrigens ein ultramäßig. Randalls Kloake riecht vermutlich besser. Hä? Warum wär's denn jetzt Randall? Und warum riecht sie besser? Aber, naja, gut. Wir machen auf jeden Fall ziemlich viel Krach, wenn wir durchs Wasser laufen. Das ist so eine Sache. Und jetzt, hier unten, werde ich mich garantiert verlaufen. Wenn jetzt hier natürlich irgendwo ein kleines Dingschen, irgendein Ring oder sowas im Wasser liegen würde, das wäre fies. Wow. Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch Gebiete gibt, wo wir noch gar nicht waren. Ach, hey. Och, Garrett. Könntest du noch auffälliger sein? Sprich, noch mehr Krach machen. Wo sind wir jetzt? Aber mal ganz ehrlich. Die Musik in Anführungsstrichen ist jetzt gerade so viel angenehmer.
Push-Innen. Ich überprüfe jetzt einfach mal hier mit... Moment. Indem ich nämlich hier meinen Pfeil und Bogen auswähle. Unten seht ihr jetzt, dass ich so bin. Jetzt bin ich wirklich finster, auch wenn ich den Bogen ausgewählt habe. Scheinbar macht es noch einen Unterschied, weil jetzt ist es zwar auch komplett schwarz, man sieht's. Hä? Aber scheinbar macht es da doch noch einen Unterschied. Hallo? Was ist denn das? Gibt's hier oben drauf irgendetwas? Nein. Sandsack hilft mir nicht. Kann ich nicht mitnehmen? Ich glaube, wenn Thief 2 geht, dass man die verschieben kann. Okay. Der kommt gleich wieder, keine Sorge. Moment. Was soll das denn sein? Kann das irgendjemand erkennen? Ja, ihr wahrscheinlich noch weniger als ich. Ist das ein Topf? Da kommt er. Hallo. Jetzt haben wir's. So, wir warten einen kurzen Augenblick. Währenddessen zählen wir mal die Steine hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Hallali, hallalo, ratati, ratatu. Na komm. Gen. 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 Also diese Schrittgeräusche, auch von mir selbst, die verwirren mich jedes Mal wieder, weil ich denke, irgendwas hinter mir würde kommen. Und das sind dann einfach nur meine eigenen Schritte, die aus irgendeinem Grund so quasi hinter mir ertönen. Gut, gucken wir weiter. Hier muss doch irgendwo was Sinnvolles bei sein. Ich weiß noch nicht mal, in wessen Zuhause wir jetzt eigentlich sind. Ah, wenigstens etwas. Also ein riesen Teppich oder soll das eine Tapete sein? Hat er vielleicht vor, hier unten mal ein bisschen zu dekorieren? Waren wir hier schon? Moment. Ja. Waren wir. Ach. Hat sich ja super gelohnt, die ganze Aktion. Na gut, egal. Was ist denn das? Ha. Super. Halt. Schwert und Schlangen. Ja, er muss wieder Töne laden. Lächerlich. Lächerlich. Mal ganz ehrlich, das ist aber kein Problem nur von alten Spielen, sondern ich habe vor einer ganzen Weile mal Left 4 Dead gespielt. Oh, hallo. Eine Mine. Und das Spiel hatte auch so ähnliche Probleme. Oh, hallo. Und da gab es mir auch. Dann fing das Level an. Dann habe ich geschossen. Das Spiel hat allerdings, es hat nicht geruckelt, so wie das Spiel hier, sondern es blieb einfach stumm. Und dann hat es ein paar Sekunden gedauert und dann irgendwann erst kam der Schießton. Das war echt auch ganz schön schlecht. Naja, und dazu muss man natürlich eigentlich fairerweise sagen, das Spiel ist deutlich neuer als Thief. So. Doch, hier war ich schon mal, ne? Hier war ich doch eben, Mann. Hoffentlich habe ich jetzt alles abgesucht. Jetzt ist nur die entsprechende, schlaue, spannende Frage, wo kam ich her? Von hier, ne? Irgendwo. Da. Ja. Ah! Ja, doch. Doch. Irgendwie so. Ich muss nur in eine der Behausungen zuerst rein. Ich weiß nicht, in welche. Genau, hier geht's runter zu so... Verlies Dingerns Bummens. Und ich brauche den Schlüssel für irgendwelche lustigen Sachen. Yay! Da gehen wir gleich hin. Hep. Übrigens, falls ihr das spielt und euch fragt, wie man da hochkommt, springen gedrückt halten. Wobei, ich glaube, es wird ja gesagt, ne? Okay. Das geht nicht, okay. Gab es hier nicht noch irgendwelche Sachen?
Hier drin war irgendwas mit einem Seilpfeil, das weiß ich noch. Aber weiterhin habe ich keine Ahnung. Moment. Das sind es... 13, genau. So, gucken wir doch mal, was passiert, wenn ich da drücke. Und wofür ist das denn bitte gut? Naja, machen wir gleich alles auf. Keine Ahnung, wofür das gut ist, aber... Alter. Hab ich wirklich gesehen, was ich zu sehen glaube? Und da sieht er mich auf die Entfernung wieder, ne? Ist doch lustig. Alles ruhig. Ja, und das hier ist... spannend. Oh, oh. Okay. Da oben läuft, glaube ich, so ein Typ hier drauf rum. Ja. Oder? Ja, er ist über mir wohl. So, solange ich noch im Schatten bin, geht das ja alles noch. Er darf mich nur von oben nicht sehen. Das könnte... Ja, das könnte mich jetzt ein Problem... Ich glaube, wir sind... Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich dachte ich auch. Verdammt, da ist noch einer. Wehe, du machst den Alarm an. Okay, das scheint noch okay zu sein. Komm raus. Und ich verspreche dir, dass ich mich schnell um dich kümmere. Nimm das! Ah! What? Ich hetze die Hunde auf dich, wenn ich dich erwische. Treffer! Komm raus. Und ich verspreche dir, dass ich mich schnell um dich kümmere. Bete, dass ich dich vor den Wachen finde. Verdammt! Wo ist der Kerl hin? Seid wachsam. Hilfe! Ich bin getroffen! Verdammt! Glaube bloß nicht, dass ich dich vergesse. Das geht echt schon wieder alles total schief, Mann! Warum sind die denn so doof? Ihm nach! Jungs, wisst ihr was? Viel Spaß euch da beiden. Unten noch. Ich geh weg. Ich ruckele mich ins Wasser. Scheibenkleister, hier geht's gar nicht weiter. Das ist doof. Ach, jetzt sind sie doch hochgekommen, oder was? Wenn der Bogentypi mich jetzt kriegt, habe ich ein Problem, ne? Ich höre die Schritte von geradeaus. Das macht keinen Sinn. Komm raus, nicht, dass ich verspreche dir, dass ich mich schnell um dich kümmere. Ich habe dich gesehen. Komm. Aha. Da kommt er. Achtung. Wir haben ein Problem. Kannst du dir vorstellen, was wir mit... Ach! Du bist erledigt. Wo ist denn er jetzt hin? Die Hunde auf dich, wenn ich dich erwische. Du machst mir Spaß, ey. Das ist jetzt ein Witz. Nee, also ganz ehrlich, wie kann man denn so doof sein? Also erst verfolgt er mich direkt, dann lässt er mich wieder weglaufen und dann... Ich weiß nicht, warum ist er so doof? Ach, was soll's. Egal, wir haben jetzt die drei Typen... Ja, wir haben jetzt diese drei Typen weg. Das ist schon mal schön. Ich glaube, jetzt können wir hier uns mal umgucken. Ich bin mir einigermaßen sicher, ich werde nochmal kurz einen Blick rumwerfen.
Genau, hier unten gab es hier irgendetwas. Auf jeden Fall, wie man sehen kann, ist aus Holz. Das heißt, da kann ich hoch mit einem Seilpfeil. Und aus irgendeinem Grund haben sie das hier zugemauert. Mal ganz ehrlich, ich... Erstmal, wie ist er hier runter? Also er kommt zu seiner quasi Arbeitsschicht, in Anführungsstrichen. Er stellt sich hier hin. So. Guckt dann so in die Ecke. Und dann haben sie hinter ihm die Tür zugemacht. Bescheuert. Ist egal. Sieht aber trotzdem eigentlich ganz lustig aus. Ich glaube, hier ist das Haus von einem der beiden Typis. Und ich glaube sogar, wir sind falsch. Das kann aber genauso gut auch nicht stimmen. Gut. Wir machen gleich weiter. Bis dann.